Kay fragt Pietsmeet, was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Ich wünsche mir zu Weihnachten irgendwas für die Küche. Utensilien, die ich gebrauchen kann. Ich habe zum Beispiel gar keinen Bratentopf. Sowas hätte ich echt gerne. Damit ich auch mal einen leckeren Schweinebraten oder einen Kassler machen könnte. Und vielleicht auch eine neue Pfanne. Könnte ich auch ganz gut gebrauchen. Sonst bin ich sehr glücklich. Ich wünsche mir was Cooles. Ich wünsche mir eine schicke Uhr. Ja, so ähnlich so wie die hier. Die habe ich zum Geburtstag bekommen. Fand ich auch sehr schön. Und ja, also Uhren. Ich habe so einen kleinen Uhrentick. Ich finde so Uhren mit, wo man die Mechanik innen drin sieht, sehr cool. Und ich war ja letztens wieder in der Schweiz. Und da gibt es natürlich super coole Uhren, die natürlich auch ihren Preis haben. Aber ich glaube, da werde ich noch das ein oder andere Weihnachten warten müssen, bis dann ich dann eine davon bekomme, weil die sind wirklich teuer. Aber darüber würde ich mich sehr freuen. Das wünsche ich mir. Vielleicht ist das Christkind ja gnädig. Wir machen das zu Weihnachten immer so, dass wir nur wichteln, eigentlich innerhalb der Familie. Das ist dann der 25. mit der etwas breiter gefassten Familie. Jeder schreibt etwas auf einen Zettel, was er sich wünscht, und jemand anders zieht das dann und kauft das. Da habe ich dieses Jahr drauf geschrieben, Lego Star Wars. Weil mir ist nichts anderes eingefallen und ich finde Lego Star Wars mega gut. Und viel mehr habe ich mir dann halt auch nicht gewünscht. Also innerhalb der Familie wünschen wir uns dann sowieso nichts mehr, obwohl es dann jedes Jahr dann halt immer noch ist, dass die Kinder eine Kleinigkeit für die Eltern haben und die Eltern eine Kleinigkeit für die Kinder. Und zwischen meiner Freundin und mir habe ich mir auch nichts explizit gewünscht. Da lasse ich mich lieber überraschen. Was wünsche ich mir zu Weihnachten? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wünsche mir schon seit vielen Jahren nicht mehr wirklich was zu Weihnachten. Also ich sage meistens, ach, ich lass mich überraschen oder ich brauche nichts Bestimmtes oder Ähnliches. Also meistens lasse ich es immer so auf mich zukommen, was man sich so für mich überlegt. Also neben diversen Blu-Rays steht wie immer, also irgendwie wünsche ich mir immer Blu-Rays, davon kann man nicht genug haben, steht bei mir ein neuer Stuhl auf dem Wunschzettel, hätte ich gerne. Ein bequemerer Stuhl, meiner ist schon ziemlich alt und da brauche ich auch einen neuen. Das ist super simpel. Ganz ehrlich, keine materiellen Gegenstände. Kann man sich alles im Leben erarbeiten oder irgendwann kaufen. Gesundheit. Gesundheit und dass ich, bis ich sterbe, möglichst viel Zeit dazwischen glücklich verbracht habe. Das reicht. Was ist das reicht? Das ist der Traum. Um das jetzt mal mit Barney Stinson's Worten zu sagen. Das ist der Traum.